Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr seid beim Time to Drive, ich heiße Stas und heute sind wir bei Kingsize Autopflege genau. Zu Besuch. Denn wie ihr wisst, haben wir am 8.8. ein Tuning-Treffen. Wir besuchen BMW Power Days. Wir werden unser Coupé da ausstellen und dafür muss das Fahrzeug halt aufbereitet werden, und zwar ordentlich aufbereitet werden. Und ja, deswegen sind wir halt hier. Willst du dich mal kurz vorstellen? Ja, gern. Also wir sind Kingsize Autopflege. Wir haben hier eine Aufbereitung, hochwertige Aufbereitung für alle möglichen Liebhaberfahrzeuge oder was auch immer so von uns verlangt wird. Wir haben schon mehrere so Kooperationen gemacht mit YouTuber, No Fucks Given Factory war da, Edelweiss Customs war da und jetzt eben auch Time to Drive und machen das immer wieder mal ganz gern. In dem Fall ist es eh cool, weil wir erfoliertes Auto jetzt haben und wir werden heute mal wegen Zeichen so Kammererfolie, Keramik beschichten oder kann man es nicht. Wenn wir dann wahrscheinlich im Laufe des Videos sehen, dass das geht. Ja, erstmal machen wir ordentliche Grundreinigung, dann tun wir den Eimer polieren und dann kriegt er eine Versiegelung und dann ist der für dein Treffen in einem super Zustand. Also die Folie ist ungefähr 3 Monate drauf und ich habe das Auto noch nie gewaschen. Also so weder mit der Hand noch in der Waschanlage noch nie. Also müssten eigentlich keine Kratzer da sein. Ja. Keine Schlieren oder so. Also ich vermute. Also es ist so, dass es meistens so ist, auch beim Aufrageln und wenn der Folierer auch richtig super gut ist, ein bisschen so kratzerlich kriegst du beim Aufrageln und so mit rein. Und die machen wir dir halt jetzt heute weg. Echt? Ja. Das auch noch. Okay. Zeige ich dir dann. Krass. Ne? Ich hatte halt Bedenken. Ich hatte Angst, dass die Folie entweder zerkratzt, wenn ich die wasche. Aus diesem Grund habe ich halt keinen Druck drauf gemacht. Ich habe nur eingeschäumt und abgespitzt. Also das können wir dir dann heute alles nochmal ein bisschen zeigen, wie das am besten funktioniert und wie man das zur Folie, Schrägstrich dann die Keramik, gut pflegt kann. Gut. Und einfach. Uneinfach. Okay. Ja, das ist immer das Wichtigste. Das ist ein Tipp für die alltägliche Pflege wäre auch interessant. Also wenn ich dann, was weiß ich, in 2-3 Wochen das Auto wieder waschen sollte, wie ich dann die Folie behandeln muss. Genau, das kommt bei uns immer alles ein bisschen so mit dazu. Also wenn der Kunde mit seinem Auto zu uns kommt, dann gibt es auch eine gratis Erstwäsche. Also wenn wir eine Keramik drauf gemacht haben, kriegt der Kunde eine gratis Erstwäsche, wo wir dem dann auch erklären, wie und was. Und genauso machen wir das mit dir auch. Geil, ich bin gespannt. Lass loslegen. Ja, na, auf jeden Fall. Dreckig ist er ja genug. Ein bisschen schon, ja. Steffen, was steht jetzt an? Wir haben das Auto gewaschen. Jo, genau. Und jetzt? Jetzt werden wir mal mit einer Mikropolitur, also Microcut nennt sich das von Koch Chemie, werden wir mal versuchen, noch die leichten Kratzer, die hier und da drin sind, aber es hält sich echt in Grenzen, ein wenig rauszukriechen und dem Ganzen vielleicht noch mal ein wenig mehr Glanz zu verleihen. Geil. Taking me for-
also wir haben jetzt das einmal poliert. Die Folie ist nagelneu, also quasi fresh. Ja. Und jetzt machen wir SI 3D HD drauf. Wir haben einen Testspot gemacht, die Folie verträgt das einwandfrei. Das ist auch was, was nur zertifizierte Betriebe verwenden dürfen. Hohe Dichte. Und da machen wir jetzt schön Stück für Stück das ganze Auto damit. Dann hast du einen super Abwärmeeffekt und einen höchstmöglichen UV-Schutz für die Folie. Also ganz normal mit Poliermaschine auftragen? Oder? Nee, das geht ganz speziell anders. Da filmst du dann wieder so Cinematic Shots. Okay. Davon wichtig. Also man dürfte die Autos jetzt nichts mehr anfassen, weil die fettfrei, das Auto ist jetzt fettfrei, das muss auch so sein, damit sich die Keramik gut mit der Oberfläche verbinden kann. Nicht schlimm, ich habe nur fettiges Hähnchen gegessen. Ja, macht ja nichts, veganes. Genau. Und auf jeden Fall, das wird jetzt noch eine ganze Zeit in Anspruch nehmen. Wir werden dann auch alle Kunststoffe, dass sie wieder tief schwarz sind, keramisch versiegeln. Wir machen dir was auf die Reifen, die Kiste sieht nachher richtig geil aus. Und das ist dieses Keramikzeug? Das ist das Keramikzeug. Und das muss dann aushärten oder was? Genau, das muss dann 12 Stunden aushärten. Ja. Dann werden wir uns dann vielleicht den einen oder anderen Hustensaft in der Zeit genehmigen. Ja, müssen wir wohl. Müssen wir wohl. Damit die Zeit schneller verläuft. Genau, ja. Und morgen ist er dann soweit fertig. Dann gibt es noch ein Fotoshooting und dann geht's ab. Ich hoffe, man sieht es schon jetzt in der Sonne. Vielleicht, oder? Ich weiß es nicht. Aber normalerweise sieht man schon, dass die Farbe ziemlich gut rüberkommt. Ja, glänzt. Ja. Ja, geil, ich bin sehr gespannt. Und die Teile machen wir dann auch noch. Genau, die machen wir dann alle mit. Alles, was jetzt schwarz und noch ausgeglichen ist, wird mit keramisch versiegelt und dann ist das wieder tief schwarz und das hält auch lang. Fertig, das Auto stand über die Nacht in der Werkstatt, weil, also wir haben das Auto ja gestern mit Keramik versiegelt. Genau. Und das hat eine gewisse Zeit, also Einwirkungszeit. Richtig, braucht 12 Stunden zum Abbinden, dass es wasserfest ist. Genau. Ja. Und was ist diese Keramikversiegelung? Was bringt das? Die Keramikversiegelung bringt im Endeffekt den Vorteil, dass man das Auto wesentlich einfacher reinigen kann. Du hast dann Schutz gegen Mechanik, also Kratzer und sowas. Einen leichten Schutz, also ich meine, wenn jemand mit dem Schlüssel entlang kratzt, dann macht doch die Keramik nichts, ne? Echt? Ja, klappt nicht. Und du hast halt auch im Folienbereich nochmal einen deutlich erhöhten UV-Schutz, wo dann quasi das Ausbleichen der Folie verlangsamt. Wollen wir auf die Fragen der Community nochmal eingehen? Von mir aus gern. Weil ihr habt ja auf meinem Instagram habt ihr ja Fragen gestellt und diese würden wir gerne beantworten. Und zwar, wie bereitet man Folie auf oder kann man sowas polieren? Also bis zu einem gewissen Grad kann man sowas polieren, ja. Da muss man halt mit weichen Pads arbeiten, mit milden Polituren arbeiten. Man darf nicht zu viel Hitze entstehen lassen beim Polieren. Und dann funktioniert es schon. Allerdings ist es immer wegen mit Vorsicht zu genießen, weil es gibt halt qualitativ hochwertige Folien. Bei dir war es, glaube ich, 3M. Ja, ja. Scheint sich gute Folie. Ja, ist gute Folie, da geht's gut. Es gibt noch ein paar andere, wo es auch geht, aber es gibt halt auch, also wenn ich mir bei Folie bei AliExpress oder so bestelle, ne, dann... Die ist top. Wish Performance. Wish Performance, ja. Dann wird es nichts mit dem Aufbereiten. Also das... Vielleicht sollte man nicht als allererstes sich eine Poliermaschine kaufen, gleich Folie aufbereiten. Ja. Aber wenn man schon ein klein bisschen Erfahrung hat und nimmt eben einen weichen Schwamm, achtet darauf, dass es nicht zu heiß wird. Am besten eine Exzenderpoliermaschine und eine, also auf keinen Fall eine Schleifpolitur oder sowas, sondern eher was Mildes. Okay, eine Micro. Schleifpapier. Doch, 80er Schleifpapier. 80er Schleifpapier knallt. Manchmal muss ich erwähnen, dass das halt nicht ernst gemeint ist, weil ja. Die Leute machen es auch noch. Nein, nicht mit 80er Schleifpapier. Okay, gar kein Schleifpapier. Gar kein Schleifpapier. Ganz normale weiche Pads. Weiches Pad. Und welches Politurmittel habt ihr benutzt? Man könnte zum Beispiel Kochchemie Microcut nehmen oder auch was gut funktioniert ist CarPro Essence oder sogar die Essence Plus kann man auch gut verwenden. Das klappt eigentlich nicht anständig. Normalerweise immer so diese Finish-Polituren, halt dieser letzte Schritt beim Polieren. Okay. Damit, und dann halt lieber öfter. Ja. Und vorsichtig ja. Und mit wenig Temperatur und dann kann man eigentlich nichts machen. Und die Vogelscheiße muss man immer abwischen, egal ob auf Lack oder auf Folie, weil bei mir war ja das Häufchen so. Also er hat, die Folie ist quasi neu und er hat auf der Haube war Vogelschiss relativ ein paar Tage länger drauf.
und das kriegst du nichts mehr raus. Genau. Das siehst also du dann. Achtet darauf, Leute, das ist wichtig. Genau. Was habt ihr für ein Politurmittel bei mir benutzt? Genau. Bei dir war es jetzt Essenz. Ja gut, nächste Frage wäre, wie man am besten hochglanzverdichtete Felgen reinigt. Wir arbeiten da eigentlich generell nur mit einem leicht alkalischen Shampoo. Zum Beispiel, also Geochemie? Da kann man zum Beispiel Gentle Snowform nehmen und mit Green Star ein bisschen die, das alkalische ein wenig erhöhen. Das ist auch nicht mal teuer, also da kriegst du, weiß nicht wie viel Eimer Waschmittel raus und kostet dann ungefähr so 14 Euro das Paket, die zwei Sachen. Und dann wirklich mit wenig Druck und einem Mikrofaserschwamm schön sauber machen. Ist natürlich bei Kreuzspeichenfelgen immer ein bisschen schwierig oder sowas, ne? Aber da gibt es kleine Felgenbürsten, die auch weich sind auf Mikrofaserbasis und da auf jeden Fall vorsichtig machen, weil das, wenn einmal im Arsch ist, ist vorbei. Was wird empfohlen als optimale Unterbodenversiegelung? Ich meine Unterbodenversiegelung oder Unterbodenschutz oder Hohlraumversiegelung, wir bieten das ja teilweise auch mit an, machen das auch. Wir arbeiten, was also mir immer mega wichtig ist, auf jeden Fall nur mit durchsichtigen Sachen. Also nicht hier schwarzen Bitumen irgendwie da drunter rotzen, weil das Problem ist, wenn es dann unten drunter weiter rostet, weil Wasser zwischen die Schichten kommt oder sowas, dann siehst du es nicht. Ja. Und dann macht es immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und wenn du es dann siehst, ist es meistens schon viel zu spät. Ja. Wir nehmen da zum Beispiel, da drüben habe ich es stehen, P-Tech, Wachs von P-Tech. Das ist durchsichtig. Ne? Und dann siehst du halt sofort, wenn da unten wieder irgendwas anfängt, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund fliegt Stein dagegen oder sonst irgendwas und es fängt an zu rosten, dann siehst du es halt sofort und kannst direkt dagegen vorgehen. Ja, cool. Also das Ergebnis, habt ihr gesehen, Leute, sieht mega aus. Also das Auto, das ist, sieht halt wie neu aus, neu lackiert. Und ich kann es echt jedem empfehlen, wenn man so viel Geld ausgibt für eine Folie. Ne? Ja. Also wenn die Folie ganz neu drauf ist, sage ich mal, dann liegt man bei sowas preislich vielleicht bei 500 bis 600 Euro nur. Mhm. Ne? Für komplett. Also wenn die ganz frisch drauf oder relativ frisch drauf ist, die Folie. Ne? Ein bisschen Zeit sollte man ihr geben, dass es sich noch schön gesetzt hat und so. Aber so 500 bis 600 Euro und das, wenn ihr halt ausgebt, ihr habt halt diesen UV-Schutz, ihr habt, es ist halt einfach gut für die Folie. Und wie lange hält das bei richtiger Pflege? Wenn ihr das richtig pflegt und es ist vielleicht ein Saisonauto oder sowas, das sind durchaus 50.000 Kilometer denkbar, also wo du den Effekt noch hast. Ja. Okay. Und ja, es gibt immer so und solche Angaben, so, es gibt Angaben, die sagen 12 Monate, aber was sagt das aus? Mhm. Weil wenn ich mit dem Auto in 12 Monaten 40.000 Kilometer Autobahn fahre, dann wird die Folie garantiert nicht so ausschauen wie bei einem Auto. Was wo, in der Garage steht. Richtig, ja, ich weiß. Genau. Und die Nanolex sagt halt eben 50.000 Kilometer oder 50 Wattstraßendurchläufe, ist so das Ding. Ne? Okay, und wenn das diese Aufbereitung, die gute Aufbereitung zum Beispiel zu teuer ist für einen oder anderen, kann man einfach Produkte bei euch kaufen und selbst das Ganze anwenden? Egal, ob es jetzt richtig oder falsch ist. Ja, wir haben ja einen Online-Shop, ne? kingsize-autopflege.de. Da habe ich ja für deine Community jetzt auch einen Gutscheincode. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist immer, ne? Also Time to Clean, du wirst unten. Ja, mache ich. Verlinke auf jeden Fall die Sachen. Genau, kriegt ihr 10% auf alles. 10% auf alles, das hört sich doch schon mal gut an. Und ab 50 Euro ist im Moment bei uns versandkostenfrei. Also okay, und ein Duftblock. Ich verhandle jetzt für euch. Also Okay, und ja? Duftbaum. Echt jetzt? Ja, krieg ich irgendwie hin. Ja, geil, geile Sache. Genau, und ja, kannst du es selber auch machen. Ja. Es geht immer in der Autoaufbereitung so. Also im Endeffekt ist es Learning by Doing. Man kann ja den Job nicht lernen. Gibt's ja nicht. Es gibt ja keinen Ausbildungsberuf. Ja. Ne? Also irgendwie haben wir ja alle mal so angefangen, uns die Sachen im Internet zu bestellen und sich halt dann so Step by Step das beizubringen. Ne, nee, aber ich habe gesehen, also man hat ja gesehen, dass die Handgriffe halt gepasst haben direkt. Und wenn ich poliere, ich habe ja auch schon ein paar Mal versucht zu polieren. Und man hat halt die Schlieren gesehen und sonst noch was, weißt du, ich meine, hier, man sieht halt direkt, das Auto sieht jetzt aus wie am Tag der Folierung, wo die Folie gerade drauf kam, wie neu halt. Bis auf den Vogel ist. Ja, und die ganzen Kunststoffteile hier, ne, vorne, ich habe ja an den Seiten zum Beispiel neue Leisten gehabt, aber die hier an der Frontschürze, die waren ja schon gebraucht, die sind schon ein paar Jahre alt. Und die waren so ein bisschen heller, so wie hier in dem Bereich. Ja, ich wollte es gerade sagen, also es ist nicht überall wieder richtig gut, waren die waren, genau. Die waren schon ganz schön. Aber jetzt sieht das halt einheitlich aus. Ja. Das hat einen Guck halt. Ne? Ja. Und diese ganzen ABS-Kunststoffteile da, die sind jetzt auch schön schwarz. Also geil, mir gefällt's. Was sagt unser Besucher hier, also spontan? Vom Weiten sieht geil aus, oder? Ist in Ordnung, ja, kann man so machen. Für ein 30 Jahre altes Auto, also. Und du wirst erst richtig merken, wie geil das ist, wenn du das erste Mal wäschst und in der Sonne. Und wir fahren gleich raus und vielleicht machen wir da ein paar Fotos und so. Auf jeden Fall. Also echt geil. Leute, nochmal vielen Dank. Kingsize Autopflege von Time to Drive getestet. Geiler Laden, ohne Witz. Also meldet euch bei den Jungs.
lasst euch unverbindliche Preisempfehlung genau. geben. Genau, also wir haben keine Pakete, ich kann euch nicht sagen, das kostet so und so viel. Ja, geht so halt und nach so Aufwand, logischerweise. Es geht nach Aufwand, aber ich sag mal so, wenn ihr nur polieren lassen wollt, so ohne Keramik oder sowas, da geht es auch schon mal bei 350, 400 Euro los. Okay, aber ja. Man kann ja alle, also zum Beispiel auch Autowäsche, nur Autowäsche. Nur Autowäsche, nur Innenraum, Aufbereitung, Leder, Lederreparatur, alles was so. Übrigens, das ist eine coole Sache. Ihr habt ja von Michel, von Nofax Giving, habt ihr auch das Auto, das Cabrio komplett aufbereitet. Ich glaube, das anstrengendste Wochenende meines Lebens. Die Sitze, da war einfach ein Stück Leder, hat einfach gefällt und das wurde halt neu eingesetzt. Also ich wusste gar nicht, dass es überhaupt geht. So komplett fertige Sitze, also komplett schrottreife Sitze, sehen aus wie neu. Also ich hätte nie gedacht, dass sowas überhaupt machbar ist. Also Respekt an eure Arbeit. Wir machen jetzt weiter und machen ein paar Fotos draußen. Genau. Also nochmal vielen Dank. Und ja, wir sehen uns wie immer in weiteren Videos. Vergiss nicht, einen Daumen hoch da zu lassen. Aber es geht hier jetzt weiter übrigens. Geht noch weiter. Ja, wir fahren ja raus. Ja, fahren raus.